habe die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen PTP ein bisschen näher zu bringen. Wie funktioniert das Ganze? Und ja, ich habe den Titel PTP Basics genommen. Danach sollten Sie mal grundsätzlich wissen, wie funktioniert PTP und wieso wird es präzise und wieso es vielleicht auch nicht präzise wird. Ja, kurzer Überblick, was ist PTP, wie funktioniert es, was gibt es für PTP-Knoten, werden wir sehen. Ja, Boundary Clock versus Transport Clock, die verschiedenen Delay-Mechanismen, verschiedene Profile, Security-Probleme mit PTP und was etwa die Accuracy, also die Genauigkeit ist, die man mit PTP irgendwie erreichen kann und was alles darauf Einfluss hat vor allem. Ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört. Was ist PTP? Also PTP ist das Precision Time Protocol, standardisiert von einem IEEE-Gremium, also amerikanisch, wurde parallel übernommen 1:1 von IEC, damit es auch in den IEC 61850 durfte. Ist aber eigentlich identisch dem, was IEEE 1588 ist. Ist nicht mehr so alt jetzt, die neueste Version davon, 2019. Wird vornehm PTP V2.1 genannt, hat aber das Ganze mit PTP V1 im Jahr 2004 angefangen und ist also schon ein bisschen field-proofen. Das Ganze ist, ja, Ethernet ist ohne jegliche Taktfrequenz, also ist es ein paketbasiertes Übertragungsprotokoll für Zeit und Frequenz schlussendlich. Und es erlaubt unterm Strich Submikrosekunden Accuracy, also Genauigkeit, mit, wie wir vorher mal gehört haben, wenn man es ein White Rabbit oder High Accuracy Profile nennt, mit Sync-I im unter 1 Nanosekundenbereich. Das Ganze ist für Local Area Networks gedacht, also alle Komponenten im Netzwerk müssen PTP verstehen, um diese Genauigkeit hinzukriegen. Es ist nicht für White Area Networks eigentlich in dem Sinn gedacht. Und damit PTP genau ist, braucht es Hardware-Support. Es ist nicht mit einer Softwarelösung gemacht, so wie zum Beispiel NTP. Ja, es findet selbst die Synchronisationshierarchie aus. Es ist also ein hierarchisches System. Einer, der Zeit verteilt und alle anderen, die schlussendlich die Zeit entgegennehmen mit allen Zwischenknoten, die es dann halt dazu braucht. Ja, noch ganz kurz, wieso PTP und nicht ein anderes Protokoll? PPS, ein ganz klassischer und sehr einfacher Ansatz, braucht aber halt ein dediziertes Verteilungsnetz für Puls pro Sekunde. Fahrtlängen müssen manuell eingesetzt werden, von dem, der der PPS verteilt, bis zu all den Senken, ist halt verschiedene Kabellängen und es gibt keine absolute Zeit, die übertragen wird. Wieso besser denn IRIC-B? Eigentlich das ähnliche Problem mit PPS-Synchronisation. Man braucht ein dediziertes Netzwerk, um IRIC-B zu verteilen. Und auch hier wieder die Kabellängen zu den verschiedenen Geräten sind unterschiedlich und dementsprechend müsste man die eigentlich auch kompensieren. Ja, SNTP haben wir schon gehört. Die Genauigkeit von PTP ist einfach schon nochmals ein Faktor fast 1000 besser. Und ja, wieso besser als einfach nur jeden Knoten mit GPS zu synchronisieren? Ja, ich meine, man braucht nicht überall eine Antenne und viele Sachen sind geschlossene Systeme, ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz. Okay, zuerst nochmal ganz kurz das Verständnis, was wir eigentlich machen. Zeit ist nie ideal. Also Zeit von verschiedenen, wenn man zwei Geräte hat, ein Master und Slave zum Beispiel, die starten nicht gleichzeitig, die haben nicht die gleiche Frequenz. Und was man eigentlich macht, ist Disziplin. Also man versucht, wenn man sie einfach laufen lässt, würde sie irgendwo nicht mit der gleichen Frequenz und nicht am gleichen Startzeitpunkt loslaufen. Und dann die violette Linie hier, die man so gar nicht lesen kann, das wäre eigentlich der disziplinierte Ansatz. Man tastet sich an das, was der Zeitserver hergibt, ran und versucht dann einfach immer dem zu folgen. Auch der Zeitserver ist natürlich nicht ideal in dem Sinn. Auch der hat irgendeine Referenzquelle,
GPS, auch dort hat es ein bisschen Ungenauigkeit drin, auch der bewegt sich ein bisschen in irgendeine Richtung und dem sollte man dann halt einfach folgen. PTP, wie wir vorher gehört haben, läuft in Thai, also in diesem kontinuierlichen Zeitformat, das keine Sprünge kennt und ja, mit Sekunde 0 1970 losgelaufen ist. PTP hat 48 Bit Sekunden genommen für Version 2 und 2.1. Also ja, noch nicht gleich ein Overflow wie bei NTP demnächst. Von dem her sind wir da auf der sicheren Seite. Und Thai, ja, es bietet sich halt wirklich an für Kontrollsysteme, weil es keinen Zeitsprung kennt. NTP mit Smearing umgeht das ein bisschen, aber Thai läuft halt einfach kontinuierlich weiter. Weil aber viele Systeme in UTC laufen, PTP im Parallel überträgt alle Informationen, die es braucht, um UTC nachzubilden. Es hat den UTC-Offset drin und es hat Leap-Second-Information, also es kündet an, wann die nächste Leap-Second passieren wird, sodass auf den Endknoten dann entsprechend die Umwandlung von Thai auf UTC vorgenommen werden kann. Genau, um wirklich Synchronisation zu haben, muss man eigentlich wirklich zwei Sachen machen. Das eine ist die Frequenz und das andere ist die Phase. Ich habe jetzt in der Phase auch gerade eigentlich absolut Time. Das kommt da in dem Sinn eigentlich ins Gleiche rein. Frequenzkorrektur, ja, wir passen unsere Frequenz unserer Quelle an und Phasenkorrektur, wir haben die Frequenz richtig und passen sie auch in Phase gleich an unserer Taktquelle oder unserer Zeitquelle. Das Lustige ist eigentlich, der Standard sagt nur, wie wir die Zeit dorthin bekommen und wie wir die Zeit synchron hinbekommen, wie wir aber schlussendlich das auf dem Slave umsetzen, ob wir einfach Zeitsprünge machen, ob wir das Ganze langsam anpassen, PI-Server-Loop oder kontinuierlich verteilen über die Zeit, das steht nicht im Standard, das ist up to the implementer, also wie wer auch immer die Endquelle das gerne machen würde. So, wie funktioniert es? Ich habe mal das einfachstmögliche Setup für ein PTP-Netzwerk genommen, der komplizierte Teil kommt dann später, also ein Master, ein Slave, ein Kabel. Das ist alles, was es hier hat. Das Erste, was eigentlich herausgefunden werden muss, ist, wer soll dann überhaupt Master spielen in dem Ganzen. Dazu gibt es in PTP sogenannte Announce Messages. Die werden periodisch gesendet und schlussendlich, wenn noch keiner im Netz irgendeine Announce Message rausschickt, fangen alle, die potenziell Master werden könnten, Announce Messages rauszusenden. Wenn ein Knoten eine Announce-Message bekommt, schaut er, ist die besser oder schlechter. Wenn sie besser ist als seine eigene Qualität von den Informationen, die er von seiner Clock hat, dann hört er auf mit den Announce-Messages. Und wenn sie schlechter ist als das, was er selbst hat, bleibt er einfach dran und schickt weiterhin Announce-Messages. Der schlechter ist, wird irgendwann aufhören. Das heißt, am Schluss hat man ein einziger, der diese Announce-Messages ins Netzwerk noch rausschickt und das ist dann der auserwählte Grandmaster. Dieser Algorithmus läuft die ganze Zeit. Das heißt, wenn irgendeine Clock schlechter wird aus irgendeinem Grund, wegfällt oder sonst irgendwas, fängt das ganze Spielchen wieder an und es wird eine möglicherweise neue Topologie stattfinden und dieses ganze Algorithmus heißt Best Master Clock Algorithmus. Er besteht eigentlich aus zwei Teilen, also zuerst mal vergleicht man das sind jetzt die Werte, die man halt hat, gewisse sind statisch gegeben durch sein eigenes System, andere Sachen sind konfigurierbar, wie zwei Prioritätsklassen, man kann also sagen, wenn man den Master dediziert haben möchte, diesen Knoten als Master dediziert haben möchte,
und vielleicht noch ein Backup? Kann man das über diese Priority 1 und Priority 2 lösen? Das ist so die Reihenfolge, wie das Ganze abgehandelt wird. Basierend auf diesem ganzen Auswahl ist eigentlich der Zustand des Knotens gegeben. Entweder ist er Master, Slave oder Passive. Wenn er zum Beispiel nur ein Grandmaster ist und ein anderer ist tatsächlich besser, soll nicht beide schicken, also geht er in einen passiven Zustand. Das ist aber eben eigentlich nur eine Hälfte. Das ist, welches ist die beste Clock, und dann kommt, welches ist der beste Pfad zu unserem Knoten. Wenn es Devices hat, das zum Beispiel mehrere Netzwerkpfade hat, wie wir dann in Parallel Redundancy oder HSR dann sehen, dann muss auch eigentlich herausgefunden, welcher Pfad ist dann der bessere, um die Zeitinformation von meinem Master zu bekommen. Und dafür Steps Removed heißt eigentlich, wie viele Switches sind dazwischen. Und dann hier haben wir dann schon eigentlich fast die Tiebreakers, die sagen, okay, von welchem Port ist es gesendet worden? Wenn der identisch ist, habe ich es auf zwei verschiedenen Ports bekommen und dann wähle ich auf meiner Seite, okay, das wird wohl der bessere Port sein. Das ganze PTP-System, die Genauigkeit hängt eigentlich alles an der Genauigkeit von Zeitstempeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man Zeitstempel machen könnte. Das wäre direkt im Physical Layer Chip, also im PHY. Dann im Media Access Controller, also schon ein bisschen hinter dem PHY. Im Treiber, im Netzwerkstack oder dann wirklich in der Applikation. Und man sieht, es wird einfach immer ungenauer. So der Common Sense, wo man etwa für PTP timestampen sollte, ist irgendwo entweder da dazwischen im PHY, so irgendwo an dem Level wird eigentlich Timestempel genommen, dann sieht man halt wirklich noch nicht so viel Ungenauigkeit. Wenn man zum Beispiel Zeitstempel oberhalb des PHYs nimmt, muss man schon die ersten Sachen auskompensieren, nämlich ein Sendepfad von einem Physical Layer Chip ist nicht identisch mit einem Empfangspfad von einem Physical Layer Chip. Also hätte man schon eine Asymmetrie da drin und die muss man nur auskompensieren. Das nächste ist jetzt mal, wie wird das Ganze mal einfach frequenzsynchronisiert? Also wir gehen jetzt hier erstmal nur darauf ein, wie synchronisieren wir die Frequenz. Dazu sendet der Master, der auserkorene Master, periodisch sogenannte Sync-Meldungen. Die beinhalten einen Zeitstempel, wenn das Frame das Gerät verlässt. Wenn er das schafft, on the fly, diesen Zeitstempel, also wir nehmen eben an, der Zeitstempel wird irgendwo ganz nah am Physical Layer genommen, schafft das on the fly einzufügen, wenn das Paket schon am Rausgehen ist, dann reden wir von einer sogenannten One-Step-Clock. Wenn er das nicht schafft, weil einfach die Hardware-Unterstützung nicht da ist zum Beispiel, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Follow-up zu schicken. Das heißt, man nimmt den Zeitstempel, lässt das Sync-Frame raus, das hat enthalten keinen Zeitstempel in dem Sinn, und im Follow-up folgt dann den Zeitstempel für das Frame, das man vorher gesendet hat. Der Slave auf der anderen Seite empfängt dieses Sync-Frame, nimmt selbst einen Zeitstempel und kann dann, oder nimmt selbst einen Zeitstempel, wenn dieses Sync-Frame angekommen ist. Wenn der Master eine One-Step-Clock ist, ist er eigentlich schon fertig, dann hat er alle Informationen. Wenn nicht, muss er noch warten, bis dieses Follow-up gekommen ist, dann hat er eigentlich diese T1 und T2 und das Ganze passiert periodisch. In einem periodischen Intervall, also hat man dann auch T1' und T2'. Um die Frequenz dann anzupassen, ist es eigentlich sehr trivial. Also wir haben hier eben diese Sync-Meldung und dann haben wir wieder eine Sync-Meldung mit oder ohne Follow-up, ist mal dahingestellt. Schlussendlich brauchen wir diese Zeitstempel und man kann eigentlich einfach die Differenz, das Delta und das Delta geteilt durch dieses Delta gibt einem eine Drift in Parts per Billion. Und dann weiß man eigentlich schon, das ist mein Frequenzunterschied gegenüber meinem Master. So kann man eigentlich schon mal die Frequenz anpassen. Jetzt die Phase. Die Phase ist ein bisschen komplizierter.
Man kann nicht einfach sagen, wenn wir jetzt zurückgehen, dieses T2, ich nehme jetzt T2, nehme minus T1 und dann habe ich, ja, wie heißt denn, den Offset ausberechnet. Ja, es ist da leider noch ein bisschen Laufzeit dazwischen, nämlich die zwischen den eigentlichen Master und dem Slave. Also müssen wir zuerst mal eigentlich diese Kabel-Delay berechnen. Und dafür gibt es zwei Ansätze, End-to-End und Peer-to-Peer. Der End-to-End-Delay-Mechanismus misst vom Slave bis zum Master. Der Peer-to-Peer-Delay-Mechanismus misst die Kabellänge zwischen zwei einzelnen Knoten. Für dieses Beispiel, das wir jetzt nachher sehen, ist End-to-End und Peer-to-Peer eigentlich identisch, aber wir sehen dann später, wieso das einen Einfluss hat und wieso zum Beispiel der ganze Energiesektor kein End-to-End-Delay-Mechanismus verwendet, sondern nur Peer-to-Peer-Delay-Mechanismus. Beide Delay-Mechanismen gehen davon aus, dass die Pfade hin zum Master und vom Master zurück, beziehungsweise hin zum Nachbar und zurück symmetrisch sind. Das ist leider nicht ganz so der Fall. Also mit optischen Kabeln vielleicht ein bisschen mehr als mit elektrischen, aber Twisted-Pair-Kabel haben nach IEC-Norm max dürfen bis zu 50 Nanosekunden pro 100 Meter Unterschied in der Laufzeit von den Twisted-Pairs haben. Also das heißt, der Zulauf und Rücklauf ist nicht identisch. Das kann man rauskompensieren, muss man aber eigentlich messen. Das ist das, was es erlaubt. Es gibt noch die Kategorie 7 Kabel, die erlauben noch 30 Nanosekunden. Echte Kabel sind normalerweise besser, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass diese Asymmetrie besteht. Wenn wir kurz einen Ausflug machen, White Rabbit, die verwenden ein optisches Kabel, nicht zwei, und sie verwenden zwei verschiedene Wellenlängen und wissen auch, die Ausbreitungszeit ist verschieden für die verschiedenen Wellenlängen, um tatsächlich unter diese Nanosekunde zu kommen, weil auch mit zwei optischen Kabeln wäre es ein Problem und Temperatur ist dann auch wieder ein Problem, oder? Ja, wir sprechen hier von Energiesektor unter einer Mikrosekunde, optische Kabel, die fast identisch lang sind und nicht extremst lang vielleicht max irgendwie 200 Meter zwischen den Punkten. Ja, muss man sich einfach bewusst sein, dass es das Problem schon mal gibt. Genau. So, und wenn wir jetzt Delay messen möchten, Delay-Messung für End-to-End basiert, wie gesagt, auf den Zeitstempeln T1 und T2, den wir vorher schon genommen haben für die Frequenzanpassung. Und dann gibt es einen T3. Und das heißt nämlich, wenn es sendet kurz, nachdem es eine Sync-Meldung empfangen hat, in einem bestimmten Intervall, einen sogenannten Delay-Request. Nimmt selbst einen Zeitstempel, packt den aber nicht ins Frame, das ist nur für ihn, und schickt den an den Master zurück. Der, wenn er ein Frame empfängt, nimmt selbst auch wieder einen Zeitstempel, T4, und sendet eine sogenannte Delay-Response-Message. Dort packt sie einfach den Zeitstempel T4 rein und schlussendlich kriegt der Slave in dieser Delay-Response-Message dann diesen T4 zurück. Genau, vielleicht auch noch wichtig, der Master macht selbst keine Delay-Messung im End-to-End-Fall. Also, wir haben diesen T1, T2 von den Sync-Meldungen wie vorher. Und dann diesen T3, wenn er dieses Delay-Request rausschickt, T4, wenn er diesen Timestamp, dieses Frame empfangen hat und sendet dann im Delay-Response diesen T4 zurück. Also hat der Slave am Schluss all diese vier Zeitstempel. Was er macht, er nimmt dieses Delta minus dieses Delta, divided durch 2, gibt diesen One-Way-Delay. Also hat er jetzt schon so seine Laufzeit zwischen den beiden Knoten berechnen können. Das Ganze für Peer-Delay. Peer-Delay wird von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten gemacht. Das heißt, auch der Master misst gegenüber seinem Gegenüber die Pfadlänge. Und halt wirklich nur die Pfadlänge zwischen zwei Knoten.
Dazu, das ist unabhängig von den Sync-Meldungen. Es schickt der Slave, in dem Fall jetzt zum Beispiel, sendet diese Peer-Delay-Request-Meldung ab, nimmt wieder Zeitstempel, Master bekommt Peer-Delay-Request-Meldung, nimmt wieder Zeitstempel T3, T4. An dem Punkt unterscheiden sich End-to-End und Peer-to-Peer eigentlich nicht wirklich. Und dann sendet der Master eine sogenannte Peer-Delay-Response und nimmt einen Zeitstempel T5. Jetzt in diese Peer-Delay-Response gibt es mehrere Möglichkeiten, was er da reinschicken kann. Er kann entweder T4 reinschicken, nämlich den Zeitpunkt, wenn er das Frame empfangen hat, oder eine Differenz zwischen dem Zeitstempel T5, wenn das Frame also schon rausgeht, und T4 hat er ja vorher schon bekommen, also das wäre wieder One-Step und eine Fly-Modifikation von einem Frame, wenn es schon am Rausgehen ist. Wenn er das nicht kann, schickt er eben, wie gesagt, T4 in dieser Peer-Delay-Response und T5, dann, wenn das Peer-Delay-Response rausgegangen ist, in einer Peer-Delay-Response-Follow-up. Also ähnliches Konzept wie bei diesen Sync-Meldungen. Genau. Und der Slave nimmt einen Zeitstempel, wenn er einen Peer-Delay-Response bekommen hat. Das wäre dann T6. So, ja, das habe ich schon gesagt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Entweder das Delta, on the fly, one step oder diese zwei Two-Step-Optionen. Man kann auch im Peer-Delay-Response nichts schicken und das Delta im Follow-up oder halt T4 und T5 gesplittet in zwei Meldungen. Das sind die drei Möglichkeiten, die man hat. So, schlussendlich haben wir alle diese Zeitstempel. Und es ist jetzt eigentlich auch wieder, wo haben wir es? T6 ist da, minus T5, das gibt uns dieses Delta, und dann minus T5, minus T4. Entweder kriegen wir das schon als ein Delta oder wir kriegen die einzelnen Zeitstempel und dann wieder geteilt durch 2, das gibt uns wieder diese One-Way-Delay. Genau. So, und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir tatsächlich die Phase anpassen können. Wir nehmen T2 minus T1 und minus den Delay, den wir gemessen haben. Und dann haben wir die Phase. Das ist eigentlich so. Die zwei Komponenten, die wir brauchen. So. Topologieänderungen. Es gibt verschiedene Intervalle in einem PTP-System. Es gibt Topologieänderungen, die passieren jedes Announce-Intervall. Die Offset- und Drift-Berechnung können wir jedes Mal machen, wenn dieses Sync-Intervall stattfindet. Und die Kabel-Delays können wir, oder die Delays zwischen Slave und Master, beziehungsweise Kabel-Delays zum Nachbarn, können wir in einem separaten Intervall berechnen. Zum Beispiel für Peer-to-Peer, es macht nicht so viel Sinn, das sehr oft zu machen, weil ja ein Kabel halt seine Laufzeit nicht gewaltig ändern wird in kurzer Zeit. Für End-to-End, das ist ein bisschen eine andere Story, weil es halt durch das ganze Netzwerk muss. Die drei Intervalls sind oftmals nicht identisch, eben gegeben aus verschiedenen Zwecken. Zum Beispiel kann man das Announce-Intervall sehr hochschrauben, um schnelle Topologieänderungen hinzubekommen. Sync-Intervall auch zum Beispiel kann man das sehr schnell machen, wenn man viel Statistik machen möchte oder sehr unstabile Clocks hat auf der Slave-Seite. Je öfter man regeln kann, je weniger weit kann man weglaufen in dieser gegebenen Zeit. Und ja, sie sind meistens nicht identisch. So, ja, wie gesagt, das Beispiel vorher, zwei Knoten, so sieht ja normalerweise ein Netzwerk nicht aus. Also gibt es verschiedene Clock-Typen. Der bekannteste Clock-Typ ist sicherlich die sogenannte Ordinary Clock. Das ist ein PTP-Knoten, der einen Port hat und er kann sowohl Master oder Slave sein und das wird anhand von Best-Master-Clock-Algorithmus eigentlich evaluiert. Okay, du bist Master oder du bist Slave. Dann haben wir ja hier Moser Bär, sie machen Grandmaster-Clocks. Hauptsächlich. Das ist eigentlich auch eine OC, aber mit der Restriktion, dass es eigentlich nur Master sein kann. Also es wird nie Slave.
weil es eine primäre Quelle hat, die ihn eigentlich aufsynchronisiert und PTP nicht die Quelle für die Aufsynchronisierung sein sollte. Auch hier der Best Master Clock Algorithmus sagt, ob er überhaupt Master sein darf. Und wenn er das nicht darf, weil es noch einen besseren hat, dann geht er einfach in einen Passive State und wartet, bis der andere stirbt und fängt dann an zu senden. Das Gegenteil von dem ist eigentlich die Slave on the Clock. Sie kann nur Slave sein. Also sie möchte nicht Master sein, das ist eher der Punkt normalerweise. Sie soll nicht Master im Netzwerk sein können. Und wenn kein Master da ist, ist sie halt einfach free running. Sie läuft dann einfach so, wie sie das letzte Mal eingestellt wurde. Und jetzt kommen wir zu den Netzwerkkomponenten. Ich habe gesagt, jedes Gerät in einem PTP-Netzwerk muss eigentlich PTP verstehen, um eine hohe Genauigkeit hinzubekommen. Dazu gibt es sogenannte Boundary Clock. Das ist ein PTP-Knoten mit mehreren Ports, also typischerweise ein Switch. Ein Switch hat aber halt nicht deterministische Laufzeiten, weil es normalerweise immer noch Store and Forward ist und nicht alles Cut-Through. Und einfach, wenn mehrere Ports auf einen Port schicken müssen, wird das, halt, das Ganze halt dynamisch verzögert. Was er macht, ist, er synchronisiert, dieser Switch, diese Boundary Clock, er synchronisiert sich auf einem Port auf gegenüber dem Master und spielt Master auf allen anderen Ports. Und wenn man das halt mit mehreren Switches macht, hat man eigentlich immer so eine Hierarchie. Ein Slave-Port, mehrere Master-Ports, wieder am nächsten Switch ein Slave-Port, mehrere Master-Ports. Wenn kein Master da ist, kann auch eine Boundary-Clock Master spielen. In dem Fall ist sie Master auf allen Ports. Das ist die Boundary-Clock. Vielleicht ein wichtiger Punkt, eine Boundary-Clock kann verschiedene Delay-Mechanismen an verschiedenen Ports haben, auch verschiedene Frame-Raten. Das wird vor allem dann interessant, wenn dann in Zukunft vielleicht PTPs auch noch mal so ein bisschen ins Internet und die Backbones schafft. Router wären auch geeignet als Boundary-Clocks. So, jetzt kommen wir zum Unterschied, wieso End-to-End und Peer-to-Peer. Man kann es vielleicht nicht so ganz wirklich gut lesen. Im Fall von einer Boundary Clock gibt es eigentlich immer noch nicht eine wirkliche Unterscheidung, weil der Master für diesen Slave da hinten ist in der Boundary Clock und für diesen Slave ist es einfach der nächste Knoten hier. Also werden eigentlich auch hier wieder nur Punkt-zu-Punkt-Messungen gemacht mit Boundary Clocks, egal ob End-to-End oder Peer-to-Peer. Jetzt kommt dann der Fall, wo es dann wirklich interessant wird, und das ist die Transferring Clock. Also eine Boundary Clock, ein Switch, der das Protokoll versteht und Master- und Slave-Rollen und all das machen muss, ist tendenziell dazu gezwungen, dass er irgendwo eine CPU hat. Und ja, Switches mit CPU sind Managed Switches, meistens teurer etc. Also kam man irgendwann noch auf die Idee, Transparent Clocks wären eigentlich noch eine gute Idee. Eine Transparent Clock ist auch ein Switch, Multiport, hat aber keine Portzustände. Es ist weder Master noch Slave. Es misst nur die Aufenthaltsdauer von Frames, wie lange das im Switch gesteckt hat und packt diese Information on the fly in die Pakete rein. Oder halt Follow-up, wenn One-Step gegen Two-Step, die Geschichte eigentlich wieder für, was wir von vorher kennen. Das Einzige, was er nicht macht, ist für den Peer-to-Peer-Fall. Für den Peer-to-Peer-Fall sendet er selber Frames raus und misst eigentlich die Laufzeit zu seinem Nachbarn. Viele Switch-Chip-Vendors haben diese Funktionalität sogar schon built-in gemacht in ihre Switches. Also die Switches machen mit 1588 Funktionalität. Diese Transparent Clock ist so der typische Anwendungsfall auch im Energiesektor. Wenn die Laufzeiten durch den Switch sehr kurz sind, also sagen wir irgendwo im Millisekundenbereich, was oftmals ja der Fall ist,
dann macht es nicht mal unbedingt Sinn, diese Transparent Clock, die Uhr, auf der die Basis, die diese Aufenthaltsdauer gemessen wird, auch noch aufzusynchronisieren. Wenn man aber irgendwie ein größeres Netzwerk hat, wo halt die Aufenthaltsdauer wirklich ein bisschen länger dauern könnte, macht es vielleicht durchaus Sinn, Frequency Alignment zu machen mittels PTP. Dann würde man diese Transparent Clock dann eigentlich frequenzsynchron laufen lassen wie der Master, um auch diese Aufenthaltsdauer, den Fehler, den man da einfügt, minimal zu halten. So. Das Konzept von einer Transparent Clock ist eigentlich so, dass für diese Delay-Messung, hier messe ich den Delay und hier messe ich den Delay zum Beispiel zu einem Slave, also einem oder dem, und die Transparent Clock nimmt für eine Sync-Meldung, die ankommt, diesen Delay und addiert den zu einem Correction Field. Und wenn wir jetzt mehreren von denen haben, jede Transparent Clock macht das wieder. So, dass beim Slave am Ende der komplette Delay zusammensummiert in einem Feld drin ist, wie lange es gedauert hat vom Grandmaster bis zum Slave. Also, das ist so der Ansatz. Ja, ich glaube, ich skippe die Grafik so, die ist ein bisschen unlesbar. Ja, eben schlussendlich, für End-to-End misst der Slave zum Master wirklich jetzt komplett durch. Auch Delay-Requests, auch hier die Aufenthaltsdauer für Delay-Requests wird eingefügt, für Responses nicht, das ist keine zeitkritische Messung. Für Peer-Delay wird hier gemessen den Pfad-Delay zu den Nachbarn und dann hier dazu addiert und die Peer-Delay-Messungen enden wirklich im Switch. Sie werden nicht vorgewartet wie die End-to-End-Delay-Messungen. So, ja, das haben wir eigentlich jetzt gerade ein bisschen gehört, Peer-to-Peer Transparent Clock gegen End-to-End Transparent Clock. Der wichtige Punkt ist, mit Transparent Clocks ist es nur möglich, einen Delay-Mechanismus im Netz zu haben. Es ist nicht erlaubt, eine Mischung zu haben, wie man mit Boundary Clocks, wo man auf dem einen Port End-to-End machen könnte und auf dem anderen Port Peer-to-Peer. Hier ist es entweder das Ganze in Transparent Clock oder als End-to-End Transparent Clock. Keine Mischung. Ja, Correction Field, genau. So, Boundary Clocks gegen Transparent Clocks, Gegenüberstellung. Wie gesagt, verschiedene Delay-Mechanismen. Kann den Netzwerkload für End-to-End reduzieren, das sehen wir dann gleich noch. Kann die Masterrolle übernehmen. Auf der anderen Seite eben höhere Komplexität, braucht meistens eine CPU, braucht einen PTP-Stack. Und was vor allem extrem schlimm ist, sind die kaskadierten PI-Server-Loops. Also wenn man ein großes Netzwerk mit sehr vielen Hierarchien hat, jede Uhr synchronisiert sich zur vorhergehenden Uhr an, die selbst wieder einen Server-Loop hat, um dem Master zu folgen. Es gab eine sehr interessante Messung von Hirschmann, jetzt Belden, die Boundary Clocks machen, unter anderem. Und ja, nach 15 Hierarchieebenen ist ihr Netzwerk komplett instabil geworden. Also die letzten Knoten konnten sich nie mehr aufsynchronisieren. Die Serverloops sind einfach crazy gegangen irgendwann. Das war eigentlich auch der Hauptgrund, wieso man diese Transparent Clock eingeführt hat, weil dort gibt es keine Serverloops bis ans Ende. Es ist immer nur statische Fehler, den man sonst irgendwie ein bisschen einfügt, aber keine kaskadierten Serverloops. Ja. Wie muss ich die Zahl 15 jetzt im Verhältnis sehen zu, ich komme aus der Telekom, wenn zu den 20, die einzigen erlaubt, was kennt ihr? Ist das nicht dasselbe? Ich sage mal so, die Messung haben sie gemacht im 2008, da ist PTP V2 gerade gekommen. Man wollte eigentlich zeigen, was das Problem ist zwischen Boundary Clocks und Transparent Clocks und tiefen Hierarchien. Ja, 20 wird auch gehen, wenn man den Server Loop sehr langsam macht zum Beispiel, dann folgt der, wird er vielleicht nicht so ganz instabil. Mit den Serverparametern, die sie damals gehabt haben in ihren Geräten, war einfach bei 15 Knoten war Ende Gelände. Ja,
Weil ich kenne, also ich kenne Nokia als Hersteller sagt, mit unseren Geräten könnt ihr bis 30 gehen. Eben. Darum staune ich etwas auf der 15, aber das ist die Jahreszahl da wichtig. Ja, eben, ich meine, es gibt Feintuning an allem. Also sie haben einfach ihre Standard-Devices, wie sie gewesen sind, so genommen, 15 hintereinander gehängt und gesehen, nach 15 ist fertig. Eben, also das Problem ist das gleiche auch im anderen Fall. Nach 20 wird es nicht mehr so präzise sein, wie man gerne möchte vielleicht. Oder? Es wird vielleicht noch stabil sein, aber nicht mehr der... Ja, genau, also ist dann halt irgendwie der Punkt. Und das andere Problem, was wir eben haben, ist diese nicht so schnelle Topologieänderungen, weil jedes Mal der Slave eigentlich zum Master aufsynchronisieren muss und zum nächsten Pfad und zum nächsten Pfad. Und dieser, jeder Knoten muss eigentlich wieder die Topologie neu für sich entdecken. Und das erlaubt es gerade für redundante Netzwerke, ist das ein bisschen ein Problem, von dem her. Transparent Clocks in dem Fall sehr bevorzugt. Wie gesagt, keine kaskadierten PI-Server-Loops, das war eben der ganze Grund für dieses Transparent-Konzept. Schnelle Topologieänderungen, weil ich weiß nicht, wer Slave oder Master ist, ist ihm eigentlich auch egal. Er schickt einfach das Zeugs durch, hat eine tiefere Komplexität in dem Sinn, muss kein Best-Master-Clock-Algorithmus laufen lassen, kein PTP-Stack laufen lassen, braucht aber den gleichen Delay-Mechanismus, wie gehört, und kann nicht die Masterrolle übernehmen, falls jetzt das Gerät der einzige Master im Netz sein sollte. So, dann gibt es noch ein bisschen andere Knoten. Das ist das, was wir oft machen. Hier auch im Demo-Sebat, das ist eine Hybrid-Clock. Ist eigentlich eine Kombination aus Transparent-Clock und einer Ordinary-Clock. Typischer Anwendungsfall Daisy Chaining oder Industrie-Floor. Drei Port TC, zwei externe Ports, Forwarding oder Ring und dann eine Ordinary Clock, Uplink-Port, wo man sich aufsynchronisiert und dort, wo dann die CPU hängt oder der Roboter oder was auch immer, dann schlussendlich an dem Punkt. Auch der typische Anwendungsfall für Energiesektor, Process-Bus, Merging-Units, all die sind eigentlich immer Hybrid Clocks. Genau. Dann gibt es noch den Management Node, der macht eigentlich gar nichts mit im Best Master Clock Algorithmus. Der erlaubt es einfach, Werte von PTP-Knoten auszulesen. Es gibt diese Management Messages, die definiert wurden im Standard, die fast alle disabled haben wegen Security Issues. Ja. Also es gibt keine Authentifizierung oder sonst irgendwas. Jeder könnte Set machen, jeder kann Get machen. Get geht ja noch, aber Set ist vielleicht nicht so schön. Genau, One-Step-Operation ist nicht so trivial, vielleicht das nochmal. Das Frame muss, also der Zeitstempelpunkt ist dann, wenn der Start-of-Frame-Delimiter, also das, bevor die erste Byte von der MAC-Adresse kommt, auf dem Kabel ist. So, das heißt, es muss schon ein Teil vom Frame eigentlich, die Präambel muss schon raus sein. Es muss schon ein Teil vom Frame raus sein, wenn ich eigentlich diesen Zeitstempel nehmen kann. Und man muss diese Felder, wo man Korrekturen oder Zeitstempel einfügen muss, muss man komplett empfangen haben, wegen der Endiness von diesen Feldern. Also man kann nicht schon bei jedem Byte dann, was von dem Feld kommt, schon die Berechnung anstarten und überlaufen ins nächste. Man muss zuerst das ganze Feld haben, Berechnung machen und dann mit dem anderen, mit dem vordersten Byte dann wieder los. Dann muss man CRC neu berechnen, im Fall von IP-Layering auch noch die Checksumme. Und IPv4 ist ja noch gnädig, da kann man die Checksumme einfach auf 0 setzen, sagt nicht berechnet, brauche ich nicht. IPv6 ist ein bisschen fieser in dem Sinn. Dort sagt UDP-Checksumme braucht es. Dazu gibt das Problem ist aber, ich habe noch gar nicht die Informationen, ob es erstens ein PTP-Frame ist, wenn die Checksumme an mir vorbeikommt. Und dafür gibt es am Ende von jedem PTP-Frame 2 Bytes, wo man dann noch ein bisschen was reinschreiben kann, damit die UDP-Checksumme dann am Schluss wieder stimmt. Genau.
Und es ist eigentlich eine Layer-Verletzung nach diesem OSI-Modell. Also wir verändern Layer 4, 5, 6 Sachen, beziehungsweise auch Layer 3 Sachen in tiefster Ebene, was vielleicht ein bisschen gegen das OSI-Modell spricht. Nichtsdestotrotz ist es sehr verbreitet und das, was man eigentlich machen möchte. Genau, End-to-End versus Peer-to-Peer, jetzt haben wir das nochmal. Mit einer Boundary Clock im End-to-End-Fall eben geht es einfach zum nächsten Knoten, der beantwortet, weil der ist Master gegenüber dem, der ist Slave, der ist Master gegenüber dem. Im Fall von Transparent Clock geht das ganze Frame wirklich an Master und die Antwort, interessanterweise, nein, nicht nur die Antwort, sondern auch die Anfrage geht an seine anderen Knoten, die gar nichts damit anfangen können, und die Antwort kommt wieder zurück und geht auch an alle anderen Knoten. Hat man bemerkt, ist vielleicht nicht so, das ist jetzt noch die 2008er Variante, das ist noch, wo alles Multicast ist. In PTPV 2.1 gibt es diesen Mixed Multi-Unicast Modus, dass man hier zumindest die End-to-End-Delay-Messungen Unicast zwischen den Ports machen kann, sodass man nicht das ganze Netz zubläst. Nichtsdestotrotz, so wird es auch aussehen auf der Mixed Multi-Unicast-Seite an dem Port, weil ein Master muss alle Requests beantworten. Also das gibt halt Last auf den Grandmaster. Dann im Peer-to-Peer-Fall, da sieht es identisch aus wie mit End-to-End, Punkt-zu-Punkt-zu-Punkt-zu-Punkt-Messungen und dann Sync-Meldungen in die Richtung zu allen anderen. Für die Boundary Clock und für die Transparent Clock eigentlich identisch. Einfach hier wird die Sync-Meldung einfach so durchgereicht und hier endet sie hier, aufsynchronisiert und hier wird wieder Master gespielt. So. Jetzt kommt vielleicht, wieso möchte man überhaupt noch End-to-End machen? Es hat so ein kleines Pünktchen, was vielleicht noch ganz interessant ist und es funktioniert grundsätzlich auch mit Legacy-Switches. Ich sage es mal so, man muss davon ausgehen, dass die Genauigkeit abnimmt, und zwar potenziell drastisch, oder es erfordert sehr viel Statistik und sehr hohe Delay-Messungsraten. Das ist so das, was in den letzten Jahren die Telekom-Industrie noch hartnäckig gemacht hat. Auch dort, jetzt, wo Cisco in all seinen Dingen PTP verbaut hat, hat das nicht mehr die gleiche Relevanz, aber am Anfang war halt genau, ja, man hat halt riesen Netzwerke, gerade im Telekom-Bereich, die sind bestehend und da möchte man jetzt plötzlich was anderes drüber machen und da hat man ein bisschen mit Biegen und Brechen versucht, das zu machen. Schlussendlich hat dann ITU eigentlich auch in ihren Profilen eigentlich festgelegt, dass es schon eigentlich wünschenswert wäre, PTP-Support im gesamten Netzwerk zu haben. Also ich glaube, die Relevanz von dem da nimmt früher oder später ziemlich ab. End-to-End, High Load, wenn Transparent Clocks verwendet werden. Mit PTP 2019 nicht mehr ganz so schlimm, aber es hat viel Devices im Netz, die verstehen nur PTP V2 und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Und dort ist das tatsächlich ein Issue. Es skaliert nicht gut, weil je mehr Knoten man hat, je mehr bläst man den Grandmaster zu, so ein bisschen die NTP-Problematik. Und es kann keine Topologieänderungen schnell feststellen, weil man jedes Mal wieder den ganzen Pfad bis zu seinem neuen Master messen muss. Und das habe ich schon gesagt, die meisten Industrieprotokolle, und ich zähle jetzt den Energiesektor auch ein bisschen zur Industrie, die verwenden keine End-to-End, sondern eigentlich überall Peer-to-Peer. Peer-to-Peer, tiefer Netzwerkload, sowohl für Transparent Clocks und Boundary Clocks, skaliert extrem gut, weil man halt immer nur bis zu einem Nachbar misst. Topologie-Changes kommen eigentlich gratis. Dort, wo die Sync-Meldung herkommt, deren Delay zu seinem nächsten Knoten wird dazu addiert und ja, es gibt für den Slave eigentlich keinen Unterschied, wenn ein Masterwechsel stattfindet, dass er wieder etwas neu berechnen müsste.
Und das da ist sehr wichtig für den nächsten Punkt, den wir dann anschauen werden, das ist diese Kombinierbarkeit mit HSR und PRP, gerade weil eben schnelle Switchovers von Pferden möglich sind in dem Fall. Genau. Und ja, es funktioniert einfach nicht mit Legacy Switches. Sie müssen das beantworten. Wenn Sie kein PTP können, machen Sie das nicht. Somit funktioniert das Ganze einfach nicht. Dann Profile. Silvan hat es schon kurz angesprochen. Also PTP kommt in verschiedenen Flavors, sage ich mal, also in verschiedenen Profilen, die zugeschnitten sind auf verschiedene Applikationen, verschiedene Industrien. Es gibt, wie gesagt, es gibt so Profile für den Telekom-Sektor, es gibt Profile für den Energiesektor, auch für den Industriesektor. Und was ist eigentlich definiert, sind so die Mappings, zum Beispiel PTP-Frames, sollen sie Layer 2-Frames sein, sollen sie Layer 3-Frames sein, wenn ja, IPv4, IPv6, was für Message-Raten sollen unterstützt sein, welchen Delay-Mechanismus soll verwendet werden und dann ganz viele Default-Values für irgendwelche Datasets, die zum Beispiel eben Clock-Qualitäten oder sowas festlegen. Dazu gibt es im Standard ein Default-Profile, eins für Layer 2 und eins für Layer 3 mit Multicast und eins für End-to-End oder Peer-to-Peer-Delay-Mechanismen. Es gibt eigentlich so die Kombinationen. Wenn wir jetzt schauen, Power Profile, das ist eines vom Energiesektor, verwendet Layer 2 mit Multicast, Peer-to-Peer-Delay-Mechanismen und einem zusätzlichen TLV. Ja, sehen, wieso das ein Problem ist. Dann gibt es dieses Utility Profile, auch Energiesektor. Andere Gruppe, auch Layer 2, Multicast, Peer-to-Peer-Delay-Mechanismus und es definiert aber, wie es funktionieren soll mit HSR und PRP zusammen. So, normalerweise ist die Idee, dass es ein Subset ist von dem, was im 1588 Standard ist, weil eben, ja, ich brauche kein IPv6, ich brauche kein IPv4, ich brauche keinen End-to-End-Mechanismus. Also streiche ich das alles mal raus und sage noch, und die Message-Raten und das. Und so hat man eigentlich dann ein Subset gestaltet. Ja, es sind nicht alle immer so in dem Stil. Oder dann haben wir Power Profile, die haben dann noch was dazu gemacht. Dann gibt es noch 802.1 AS. Das ist das für Time-Sensitive Networking. Die haben den ganzen Standard genommen, ein bisschen umgeändert, ein bisschen da, ein bisschen dort, was es dann zu einem Superset gemacht hat. Und ja, das ist einfach das große Problem, oder? Interoperabilität zwischen PTP-Devices ist dann irgendwie kompliziert. Ja, also zwei PTP-Geräte, die man einfach zusammensteckt und funktionieren, nein. Also es braucht noch ein bisschen Liebe, sagen wir es mal so. Man muss sich mal zuerst auf das Profile einigen, dann ist die Chance schon sehr groß, dass es funktioniert miteinander, aber einfach mal ins Grüne hinaus wird es nicht funktionieren. Eben, zwei Profile für die Power-Industrie, Power Profile, Utility Profile, das eine ein IEEE-Standard, das andere ein IEC-Standard. Das Power-Profil wird früher oder später durch das Utility Profile ersetzt, und zwar wegen dem da unten. Ein Utility Profile Slave kann sich zu einem Power Profile Master aufsynchronisieren oder einem Utility Profile Master. Ein Power Profile Slave kann sich nicht zu einem Utility Profile Master aufsynchronisieren und nur zu einem Power Profile Master. Sehr unschön. Also, ja, man könnte jetzt sagen, alle Grandmaster Vendor sind jetzt einfach gezwungen, nur Power Profile zu machen, also das Problem auch gelöst. Aber ja, diese ganze Geschichte hat einfach das Problem, dass es dazu führen kann, dass man am Schluss Synchronisationsinseln hat. Zum Beispiel alle die, die nur Power Profile verstehen, die bilden dann plötzlich eine Synchronisationsinsel und alle anderen Utility-Devices könnten aber noch sich zu etwas anderem aufsynchronisieren. Ja.
Es gibt verschiedene Kommunikationsschemen, PTP über UDP IPv4. Ich gehe jetzt da nicht durch. Man hat einfach Ports reserviert und IP-Adressen. Das gleiche für IPv6. Und jetzt vielleicht für das ist vielleicht noch interessant für Sie, weil Layer 2 halt eher das Thema für den Energiesektor ist. Hier hat man MAC-Adressen reserviert. Peer-Delay-Messung ist eine sogenannte Local MAC-Address, das heißt, es darf nicht über einen Switch weitergereicht werden. Und ja, MAC-Adresse ist einfach MAC-Multicast-Adresse. Und was noch schön ist, man hat noch ein Ether-Type reserviert. Also, wenn Sie ein PTP-Frame auf Layer 2 identifizieren wollen, können Sie am Ether-Type schauen. Und wenn das 88F7 ist, dann haben Sie ein PTP-Frame. Ja, wie gesagt, es gibt einen Management-Modus für PTP. Ja, gehe jetzt nicht darauf ein, weil es einfach keine Relevanz mehr heutzutage hat. Alternativen sind eigentlich SNMP-MIPS oder NetConf-Young-Modelle, die dann verwendet werden, um Synchronisationsinformationen von seinen Geräten bekommen oder zu konfigurieren. Was es aber noch gibt, sind PTP-Domänen. Man kann über das gleiche Netzwerk in Theorie mehrere PTP-Domänen haben. Pro Domäne gibt es einen Master und N Slaves. Würde ich jetzt so nicht ganz empfehlen, wenn man im Energiesektor ist, weil es würde eigentlich bedeuten, dass man die ganze Infrastruktur, eigentlich, also die PTP-Infrastruktur innerhalb, identisch haben muss, weil die beiden Clocks müssen nicht identisch sein, die könnten auch verschieden sein. Es gibt diesen 802.1AS-Standard, den ich vorher mal kurz erwähnt habe, diesen TSN-Standard, der hat ein anderes Schema und dort wäre es durchaus möglich und wird auch geplant, dass man mehrere Clock-Domänen über dasselbe Netzwerk übertragt, das spricht verschiedene Zeiten, das eine ist wirklich nur um Frequenz und Phase innerhalb eines geschlossenen Netzwerks zu haben, das andere ist dann Traceable Time gegen UTC. Ja, und es unterstützt sowieso eigentlich kein Gerät Multi-Domains, also von dem her, ja, die berühmte Domäne 0 ist die, die eigentlich fast überall zur Anwendung kommt. Genau, jetzt kommen wir ein bisschen zu Security-Problemen. Also das meiste Problem ist eigentlich mal auf, noch gar nicht am PTP selbst, sondern noch auf der Referenzquelle für PTP, was normalerweise GNSS, also GPS, Leo, GLONASS, was auch immer ist. Haben wir schon gehört von Hans-Jörg, Jamming, Spoofing, die beiden Geschichten. Es gibt, Jamming ist eigentlich, wie gesagt, relativ einfach zu überbrücken. Man hat detektiert, es kommt nichts mehr, also gehe ich in Holdover. Wenn man sowas wie MOBA hat, ein Rubidium, dann ist das nicht so tragisch. Da kann man auch das Jamming noch relativ lange überstehen, ohne wirklich von Traceable UTC Time wegzulaufen. Spoofing ist ein bisschen eine schwierige Geschichte, wie gehört. Ja, Multi-GNSS-Konstellationen zu verwenden, ist sicherlich ein Ansatz. Verteilte Antennen, das ist das, verteilte Antennen ist ein anderer Ansatz, dass man wirklich halt über Fiber zum Beispiel GPS-Antennen mehrere Kilometer auseinander hat für kritische Infrastruktur und dann halt Voting 2 aus 3 zum Beispiel macht. Ja, das sind, da gibt es, an dem ist gerade viel, wird gerade viel Hirnschmalz verbraten, wie man das Ganze irgendwie sicher machen kann. Ja, wenn es jetzt da für PTP, das betrifft jetzt wirklich das PTP-Protokoll, ja, einen falschen Master ins Netz zu stellen, trivial. Wenn man keine Liste führt, zum Beispiel mit, welche Master sind denn wirklich erlaubt, ja, würden alle Knoten einfach dem folgen, aber mit einer Liste könnte man eigentlich schon mal führen, das sind erlaubte Master Devices. Frames on the fly zu modifizieren, auch das nicht sehr kompliziert, kann man verhindern mit Signatur von Frames, also Signing. Dann stellt sich halt einfach dann die Frage, was machen wir, wenn wir ein korruptes Frame bekommen, wenn das jetzt einer die ganze Zeit macht,
Laufen wir frei? Ist das schlechter, als dem doch zu folgen? Weiß man nicht. Und dann kommt das größte Problem. Man kann einfach Frames ein bisschen verzögern. Einfach so. Das Frame bleibt identisch und das kommt einfach als Jitter rüber. Wir folgen dem. Wir können das nicht detektieren in dem Sinn. Es ist für uns einfach Jitter. Das Schöne ist, der unterste Satz, also die Dinge, die halt schwierig zu machen sind also, und auch schlimm sind, sind diese Modify Frames und so. Das erfordert eigentlich physikalischen Access ans Netzwerk, was zum Glück im Energiesektor doch eher mal noch ein bisschen erschwert ist. Also ich muss wirklich Man-in-the-Middle-Attack machen für beides und ja, mich einfach unbemerkt in Mitte ins Netz zu hängen, wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein. Genau, und jetzt Genauigkeit. Einfach um mal so ein Bild zu kriegen, was also Einfluss hat auf die Genauigkeit. Netzwerktopologie. Wie viele Knoten haben wir? Wie viele Hierarchien haben wir vor allem? Dann, wie genau ist mein Zeitstempel? Habe ich eine Zeitstempelauflösung von 20 Nanosekunden, 4 oder wenn sie irgendwo im Software-Stack ist, von einer Mikrosekunde? Wie genau ist sie tatsächlich gegenüber dem, was, wo der Zeitstempelpunkt ist? Dann Clock-Stabilität. Wie genau stabil läuft meine Clock auf einer bestimmten Frequenz weiter? Wie genau kann ich sie justieren? Dann natürlich die Sync- und Delay-Intervalls. Wie oft kann ich nachregeln, meine Uhr überhaupt nachregeln? Das ist sicherlich eine, wo man gut dran schrauben kann. Die Control-Loop-Charakteristik, da kommen wir gerade zum Punkt von vorher, eben ob es 15 oder 20 oder was auch immer, wie viele Knoten sind, das hängt wahrscheinlich ziemlich viel an dem dran. Wenn man eben Transparent Clocks hat, ob man die gegenüber dem Master aufsynchronisiert. Und die Kommunikations-Channel-Symmetrie, also ist es wirklich ein symmetrisches Netzwerk? Das ist gerade auch für den Energiesektor interessant, weil Media-Converter sind ja doch noch am einen oder anderen Ort im Feld und die haben keinen symmetrischen Delay. Von optisch zu elektrisch geht länger als von elektrisch zu optisch. Muss man sich bewusst sein, muss man auskompensieren. Ist oftmals, wenn es blöd kommt, sogar noch Framegrößen abhängig. Ja, bisschen schwierig. Aber kann das beeinflussen. Also wenn Sie auf optischen Netzwerken lieber gleich ein SFP mit optischem Netzwerk nehmen und nicht gleich elektrisch zu optisch konvertieren. Ja, vielleicht noch ganz kurz, wieso wissen wir überhaupt etwas von PTP? Also wir haben selber IP-Cores, die PTP machen. Ordinary Clock, Slave, Grandmaster, Transparent Clock, Hybrid Clock und Timestamp Unit. Das ist so etwa unser Angebot. Das sind alles IP-Cores, die Sie in FPGA packen können und bis auf den letzten keinen PTP-Stack erfordern. Und einfach diese Synchronisation als Co-Prozessor übernehmen. Genau, das wäre es mal zu PTP. Totschlag PTP, genau.